Also, erzähl mir erstmal ein bisschen was über dich und was du hier machst. Okay, ich bin Anna, bin Sozialpädagogin im Kreis Jugendring. Und wir machen neben vielen anderen Sachen auch politische Bildung. Und wir wurden eingeladen, unsere Demokratiekisten hier am Bayerischen Tag der Jugend mit vorzustellen. Demokratiekisten? Also was kann ich mir... Ich glaube, ich weiß, was eine Kiste ist. Ich weiß, was Demokratie ist. Aber was ist eine Demokratiekiste? Genau. Wir haben versucht, bestimmte Themen in eine Kiste zu packen, die Jugendliche ausleihen können, Jugendgruppen oder Schulen, und sich so dem Thema annähern. Das ist zum Beispiel eine Kiste gegen Alltagsrassismus, eine Kiste für Jugendkonferenzen und wie man das durchführt, eine Klimakiste. Was kann ich mir da so vorstellen? Also was ist zum Beispiel in dieser Klimakiste drin? Ist das, sind das Spiele oder ist das so ein Stapel an Blättern, was man sich durchlesen kann? Nein, wir haben versucht, auch die haben wir übrigens alle gemeinsam mit Jugendlichen auch konzipiert, und wir haben versucht, jugendgerechtes Material da reinzumachen. Und das kann schon Infomaterial sein, aber auch Links zu Videos und so weiter, aber auch Spiele, Diskussionsgrundlagen, verschiedene Übungen, die man in der Gruppe machen kann, sodass man sich einfach mit dem Thema ein bisschen befassen kann und sich vielleicht darüber hoffentlich auch eine Meinung bilden kann. Und wer kann sich das bei euch auslernen? Also können das nur Schulen zum Beispiel machen, oder wer kann das machen? Schulen, Jugendgruppen, Freundeskreise, einfach jeder, der Bock hat, sich mit dem Thema zu befassen. Mich würde jetzt noch interessieren, was du von dem Tag hier hältst oder beziehungsweise von der ganzen Zeit, in der wir jetzt da sind. So ein, zwei gute Dinge und ein, zwei schlechte Dinge, die dir nicht so getaugt haben. Ehrlich gesagt bin ich sau begeistert und mir fallen jetzt gerade irgendwie nur gute Sachen ein. Ich fand es wirklich richtig cool. Also ich habe heute mit 3 Abgeordneten gesprochen, auch über europäische Förderprogramme, die bei uns direkt ankommen oder halt eben auch nicht. Und über die Grundhaltung zur politischen Partizipation. Und das fand ich einen Punkt, der wirklich mega cool war, weil wann hat man schon mal die Möglichkeit? Und fand ich irgendwie total super. Und ich fand es in Brüssel geil, diesen politischen Vibe zu spüren, der irgendwie so modern und irgendwie aufgeschlossen und offen ist. Das fand und irgendwie ich cool. Dieses Politische, das durchzieht die ganze Stadt, gell? Ja, voll krass. Also man merkt schon, dass das hier der Zweitsitz vom EU-Parlament ist. Ja, man kommt rein, das sind schon politische Statements, die total klar sind, und das hat mich begeistert. Also deswegen, von mir gibt es bloß 2 Daumen hoch, ich fand's voll cool. Okay, du hast jetzt noch 10 Sekunden, um irgendwas, was du von der Seele werden willst, zu deinem Projekt oder so, einfach in die Kamera zu sprechen. Alles klar. Wir haben viele Kisten auch online, also nicht nur für Jugendliche aus unserem Landkreis. Schaut mal rein, leiht die aus und vor allem beteiligt euch. Danke sehr.